Morgen. Mein Name ist Ulrich Bank und das Hidden war vor ein paar Jahren im letzten Mal in Dresden von der Stadt Sauerei. Ich kannte sie vorher nicht. Es war ein Barcamp gewesen, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz so sicher. Und bin eingeladen worden, um euch ein bisschen was zu erzählen. Aus der etwas früheren Zeit, also ich bin quasi ein lebender Dinosaurier aus dieser Barockzeit, die damals in Deutschland um die 2000 und 2003, 2004 entstanden ist. Da mache ich eigentlich gut mit diesem Team. Meine Aufgabe war so, versucht den Leuten mal zu erzählen, was es früher war, versucht mal Verständnis zu wecken, warum wir das gemacht haben oder wie das zustande kam, um auch zu überleiten dann in die heutige Zeit, so wie ich das persönlich sehe. Ich bin aber nicht der Ansager, der sagt, so ist es und fertig, weil die Szenen sind mittlerweile so vielfältig geworden. Und aus diesem Grunde werde ich das nicht als Vortrag halten, also einfach nur so 5 Stunden reden, finde ich super langweilig, sondern ich werde euch leider belästigen. Ich werde mit euch versuchen zu sprechen, insofern es geht. Also im Schwabenland brauche ich das nicht zu probieren, weil Leute regieren normalerweise nicht dort, die Welt nicht. Okay, probieren wir es. Also fangen wir an. Versuchen wir ein bisschen zu mit, genau. Das ist schon ein bisschen später, das war in Berlin, ich glaube 2006, 2007. Das ist heute ein ganz berühmter Autoblogger, Autojournalist, auf YouTube einer der erfolgreichsten überhaupt in Deutschland. Der macht irre Arbeit und ist ständig unterwegs und stellt die neuesten Automodelle vor. Wir sind ja heute in dieser Manufaktur. Und er hat mich damals so überrascht und gesagt, Rob, komm mal her. Und ich so, ja, hi Jan, wie geht's? Das ist übrigens ein berühmter Unfallgutachter aus Berlin, der bildet sogar Ingenieure aus. Da geht es um Autounfälle und Gerichtsverfahren. Der kennt man so eigentlich nicht im Internet unbedingt, das war auch ein Blogger. Und was ich nicht wusste ist, dass er sie ist, Robert, ich will einen Link von dir. Das war früher so mein Logo, ich weiß nicht, wie das Männchen heißt, das ist so eine Holzfigur, die ist ganz bekannt. Das hat mir nachher gezeigt, dass er diesen Beitrag gemacht hat, weil er damals auch noch kein Autoblogger war, sondern geträumt hat, ich will so werden wie Robert. Das vielleicht als Aufhänger. Was ich dazu sagen muss auch, was ich erzähle, was ich eigentlich nicht mag, ist zu sagen, Robert war der große Blogger und bla, ich finde das eigentlich persönlich scheiße, aber das war halt so in den Medien dargestellt worden. Okay. Die Geschichte fängt so ein bisschen früher an, in den 90er Jahren, aber ich erzähle nicht, wie das Internet entstand, sondern ganz easy. Es gab ein paar Freaks in Amerika, wie immer Amerika, die dann gesagt, hey, wir haben HTML-Webseiten, ich möchte gerne irgendwie was zeigen, was es Neues im Netz gibt. Irgendwelche Linkverweise und so weiter. Und früher gab es eigentlich mehr oder weniger Usenet, das ist eine ganz komische Software, die ein Normalsterblicher nicht bedienen konnte. Da gab es halt HTML-Seiten, die man programmieren können musste. Und das, was wir heute alles kennen, gab es damals nicht, weil das wäre in der heutigen Technik, wenn man es auch früher übersetzt, unfassbar teuer gewesen. Also zum Beispiel in der heutigen Box hat es eine Datenbank und die ist kostenlos, weil die Texte werden da gespeichert. Diese Datenbank früher hat locker mal 100.000 Dollar gekostet für sowas, was wir heute machen. Und mit Open Source war die Technik damals auch früh entstanden, sodass die erste Strömung bei den Amerikanern so war, das waren technische Freaks, die gesagt haben, ich mache euch, zeige euch ein bisschen was im Internet, was es Neues gibt. Und darauf entstanden dann die ersten Ideen, das auch als Blog zu bezeichnen. So eine Art Tagebuch. Und der, unser Erfinder, einer der Erfinder des Begriffs, John Barger, hat diesen Begriff geprägt, sag ich mal. Und da kommt das Wort so ein bisschen her. Das war von, wie immer, Star Trek, hat auch Apple beeinflusst. Die haben das so als Tagebuch des Captains übersetzt, als Weblog später. Und die Szene hat sich dann in Amerika sehr schnell entwickelt, weil es gab einen dramatischen Vorfall, das war eine Geschichte, die kennen wir alle, das war 9-11. Und beim Terroranschlag, was dann so ist, Amerika ja beschlossen hatte, und ich bin das nicht politisch interessiert besonders, dass sie in den Krieg ziehen. Afghanistan, später kam dann Irak dazu. Und da die Medien in Amerika sehr stark gleichgeschaltet waren, es ging ja um Patriotismus, haben sich sehr viele Amerikaner, Professoren, Politiker, Normalsterbliche hier beschlossen zu sagen, Mensch, wir nehmen A, die Technik des Bloggens, weil es ist einfach, das kann jeder mittlerweile. Es gab schon um 2000, 2001, 2002, gab es erste Software, die ganz easy war. Und haben dann angefangen, sich politisch zu äußern, im Netz. Das hat eine riesen Welle gemacht, weil da gab es auch erste Skandale, Politiker haben irgendwas behauptet, Blogger haben das recherchiert. Und dann kam dann raus, das stimmt ja überhaupt nicht. Also es gab damals schon sowas wie den Fake News Checker. Und da mussten dann ganz wichtige Senatoren ihren Posten belassen. Das ist so, als würde hier in Deutschland der Gabriel gestürzt werden durch einen Blogger. Ich glaube, wie das passiert ist, war, wie heißt der Wolf? Das hat ja quasi einen Blogger angestoßen. Das kam aber 10 Jahre später bei uns erst. Das heißt, diese Szene, diese politische Szene in Amerika war wahnsinnig aktiv. Die wurden auch sehr stark umarmt von Politikern.
Politiker haben sehr schnell diese Trend erkannt und haben angefangen selber zu bloggen, sodass, glaube ich, schon ungefähr 2004, 2005 der erste Politblogger in Amerika eine White House-Akkreditierung bekommen hat. Also das, was heute mal Bundespressekonferenz nennt. Bis dann später sogar erste Blogger statt Journalisten, den Präsident Obama bei den Wahlkampfshow begleitet haben. Das war auch so eine Art Riesenskandal, ein Riesendrama für Politiker, für Journalisten gewesen. So, das muss man verstehen, wo diese Szene herkommt. Das war ein Riesenurteil für Blogger in Amerika. Was machen Deutsche, die gucken gerne in Amerika, weil das so unser Vorbildland ist, ein bisschen. Wollte ich vielleicht nicht mehr so. Und es gab erste Blogger in Deutschland schon um 2000 herum. Und das explodierte dann relativ schnell in einem kleinen Rahmen, also zu einer Zahl vielleicht dazu. Man schätzt, dass 1999 das circa, was habe ich gelesen, jetzt 23 sogenannte klassische Blogger gab. 23. 2005 schon gab es 50 Millionen Blogs weltweit. Also nur noch diese kurz Zeitspanne, diese Dramatik geschildert. Und in Deutschland ging das so los, ich war jetzt nicht unbedingt einer der Ersten, bei mir war es ca. 2003. Ich kam ursprünglich von Ausbildung her, also eigentlich war ich BWLer, bin dann zur Deutschen Bank, war dort 7 Jahre in der IT, habe die IT dann verlassen, weil ich selber was machen wollte und habe dann mit einem Blog gestartet, weil ich immer technisch sehr interessiert war, über Technik mich über Foren auszutauschen und dann später halt das Blog zu nutzen. Und insofern auch relativ früh quasi mit diesem Medium in Kontakt gekommen und habe zuerst auf Englisch gebloggt, weil die meisten IT-Fachleute aus meiner damaligen Fachrichtung waren halt eben international unterwegs, die meisten in Amerika, ein paar in Europa und unsere Sprache war halt Englisch. Und das war circa 2003, das war noch relativ unbedeutend, stieß dann, weil ich mich ja selbstständig gemacht hatte, auch ganz lustig, wie hier die Wirtschaftsförderung auf die Wirtschaftsjunioren in Frankfurt, das ist so kennengelernt. Ja, das ist einfach ein Verein von jungen Fachführungskräften aus Unternehmen und Selbstständigen, die bis zum 40. Lebensjahr in diesen Verein eintreten durften. Und dort war ich halt einer der IT-Freaks, die gesagt haben, Mensch, wir haben eine Webseite, die liest aber keine Sau, lass uns einen Blog aufmachen. Und alle so, was ist ein Blog, was soll der Scheiß? Und ich so, ja, da kann man halt schnell schreiben, viel schreiben und viele einfache Dinge ins Netz posten. Und manche so, okay, mach einfach mal. Innerhalb von einem Jahr waren wir die meistgelesene Wirtschaftsseite überhaupt vom Verein in Deutschland. Und das Interessante war halt auch diese Effekte, die ausgestrahlt sind, dadurch, dass die meisten gesagt haben, Robert, du bist ein Spinner, ein Blog ist Quatsch. Und die das zu mir gesagt haben, waren dann später von Saulus zu Paulus geworden. Zum Beispiel eine war eine Burnout-Beraterin, die kam dann später zu mir und sagte, oh, scheint ja doch ganz gut zu laufen, kannst du mir helfen, eine Webseite aufzumachen mit dem Blog. Und ich so, ja, was ist Burnout? Keine Ahnung, das war damals noch nicht geregelter Begriff. Und ich habe mir halt einfach einen Tipp gegeben, du, wenn du bloggst, einen Zeitungsartikel von bekannten Stars, Sven Hannawald, der Burnout hatte, und schreib über deine Meinung, was du davon hältst. Und in ganz kurzer Zeit war sie in Google auf Top Nummer 3. Weil zu der Zeit Google auch diese ganz frühe Blog-Stimmung im Internet unterstützt hatte. Die Rankings von Blogs waren irre hoch zu der damaligen Zeit. Plus, Google war ja immer sehr wichtig für den Internet, hat dann angefangen, auch Google AdSense zu starten. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist ein Werbenetzwerk. Du kannst dann halt Banner von Google einbauen. Und damit haben die versucht, die Blogs wieder zu fördern. Damals zumindest. Und es hat ja quasi geholfen, wie gesagt, der Blog zur Spinnerei, Robert und die Spinner, zu erkennen, was man damit machen kann. Und wurde 2 Jahre später mit ihrem Hobby Gärtnerei zu der bekanntesten Gartenbauerin Deutschlands und verdiente damit ihre Kohle irgendwie so viel, dass sie aufgehört hat, Burnout-Beratung zu machen und hat dann umgeschwenkt auf, ich mache nur noch Gartenthemen. Also das war jetzt nicht nur eine davon, es passierte mehrere. Was ich dann sagen will, dass das, was man tut, hat häufig Einfluss auf andere. In der Regel sind das diejenigen, die das meistens ablehnen, dann reinschnuppern und dann erkennen, das kam nicht so schlecht, das funktioniert ja anscheinend. Und das passierte damals in Deutschland sehr früh halt. Und, wir haben das so weit gehabt in der Szene, dass, glaube ich, die meisten frühen Blogger in Deutschland meistens IT-Leute waren, also elektronische Datenverarbeitungsspezialisten wie ich, die halt solchen Techniken in der Regel sehr offen gegenüberstehen. Und das entwickelte sich so weit bei mir dann persönlich, dass ich aus dem Verein dann später ausgetreten bin, weil ich dann quasi alles drauf gelernt hatte, mich vernetzt hatte und hatte dann mein eigenes Blog wieder weitergeführt. Und das Vereinsblog, glaube ich, ist danach gestorben, weil es keiner mehr so betreuen konnte, wollte. Und
dann bestand halt diese Plattform, die dann abgestürzt. Ich habe nur vorwärts gedrückt. Und ist einfach nur ein Screenshot von meinem Blog. Das war das Blog damals, genannte sich Betreute noch Basic Thinking. Und habe dann quasi die Erfahrungen von diesem Blog, den ich als Wirtschaftsblog im Verein geführt hatte, übertragen dann auf meinen dann Blog ab 2005. Und habe dann angefangen, über die Webszene zu erzählen, so die neuesten technischen Trends, viel über Startups, auch das Thema aufgegriffen, was sind Blogs, was kann man damit anstellen, weil ich immer der Meinung war, dass nicht nur mein Privatleben und mein Job wichtig sind für mich, sondern das, was ich lerne, ich versuche immer weiterzugeben an andere, die das dann auch vielleicht für sich nutzen können. Und auch dann versucht sehr stark auch nicht nur Startups zu fördern, weil ich finde das Abenteuer Startup bis heute sehr spannend. Und auch gesagt, Mensch, wenn es Blogger gibt, die irgendwie ein Thema haben, das wir heute früh morgen gemacht haben, die sich Blogger vorstellen, habe ich versucht immer wieder auf Blog zu machen, alle Jahre. Und ich weiß nicht, aus welchem Grund auch immer, dieses Blog, so wie man es klassisch schon kennt, war ja 2003, ein Screenshot aus dem Webarchiv, hatte sich nicht viel verändert, das war irgendwann von 2008 ein Screenshot. Man sieht übrigens auch schon hier auf der linken Seite irgendwelche Werbebanner, weil es entwickelt sich so stark, dass die Medien darauf aufmerksam wurden, in Deutschland, also Bildzeitung, Welt, so um 2004, 2005 herum. Und was in Amerika schon längst quasi populär war, fiel der Presse in Deutschland auf. Und was macht die Presse, wenn sie dann sich erkundigt, wie kann man fragen? Man guckt im Internet, man googelt, man hat dann sogenannte Rankings, das gibt es ja auch heute bei Instagram und auch bei YouTube, wie viele Follower hat jemand, wie viele Likes hat jemand und wie viele Abonnenten hat jemand. Das gab es früher bei uns im Blogs auch und da war ich halt dummerweise auf Nummer 1 gestanden in meinen Jahren, weil ich so aktiv war, ich hatte bis zu 400 Artikel im Monat geschrieben, was für heute moderne Presseorgane wenig ist. Für einen Einzelperson wie mich war das viel. Und der Hintergrund war, dass ich meinen eigenen Job als Freelancer, ich war ja dann nach der deutschen Bankzeit, habe ich Unternehmen beraten, im Monat hatte. Das war ein Fulltime-Job. Das waren ca. 14, 15, 16 Stunden harte, also harte Arbeit. Das hat Spaß gemacht, das hat mir Freude gemacht, weil ich ja A gesagt habe, was in Amerika passiert ist, gab es damals das sogenannte Web 2.0. Das war die Ära von einmal Blogs, dann kam YouTube 2005, Friendster, das ist sozusagen die Mutter aller sozialen Netzwerke, das war auch schon später MySpace, dann kam der Konkurrent für Facebook, kennt man heute alles. Erste Bilderplattform, die Flickr, Wikipedia wurde schon groß um 2001, 2002 herum. Also es gab riesige, viele Entwicklungen, gesellschaftliche Strömungen, die quasi das heutige Netz geprägt haben. Und tatsächlich auch viele Ideen, die Blogger damals entwickelt hatten in dieser Zeit, sind heute eigentlich im Netz spannend, also sowas wie Live-Stories. Oder wenn man diese Livestream macht. Wir haben erste Blogger erfunden, die in Amerika ganz bekannt waren, Robert Vogel. Der hielt einfach so eine beknackte Kamera irgendwie irgendwo hinten, von der Messe oder sonst wo, und hat einen Livestream gemacht. Für uns war das sowas wie, der macht Fernsehen, wie geht denn das? Das war damals so ein Weltwunder für uns. Aber diese Techniken habe ich versucht zu zeigen, weil ich ja aus der IT-Welt komme. Und habe versucht in Deutschland den Startups, Firmen, der Presse zu zeigen, was gibt es denn Neues aus Amerika? Und habe versucht quasi eine Art Live-Berichterstattung vorzunehmen. Und daraus entstand halt eben tatsächlich die Rückfahrt der Presse, Bob, komm mal her, wir machen eine kleine Konferenz, erzähl mal den Anwesenden, was sind Blogs, was ist das für ein Quatsch? Das kam ja schon aus der Vereinszeit, alle haben mich für den Spinner gehalten, oder so wie der Affe und so. Und du stehst halt vor teilweise 300, 400 Leuten und kriegst halt so Feedback wie, was erlauben sie sich über Wirtschaft zu schreiben? Wer hat ihnen einen Auftrag gegeben? Hast du das Grundgesetz? Das ist ein Quatsch. Also so ganz banale Fragen werden damals gestellt. Ich kann das wirklich gar nicht mehr heute so erklären, was heute alles Standard ist. War damals wie so eine Art Weltwunder. Das war was total Ungewöhnliches. Und die Presse hat uns halt auch behandelt wie, ist mal sehr feindlich, weil die Presse hat gesagt, Moment, wie übernehmen wir unseren Job? Wenn der Robby schon viele Artikel schreibt über die neuesten amerikanischen Trends, und hat er ja ein paar hunderttausend Leser im Monat, schon sehr früh, dann bedroht er uns ja. Und außerdem, wir haben doch keine Ahnung, er ist ja kein Journalist. Wo ist die redaktionelle Kontrolle? Und wir haben versucht, damals der Presse mitzuteilen, ja, es gibt tatsächlich Fachleute, die haben Ahnung von ihrem Thema. Ihr Redakteure seid zwar Redakteure im Schreiben ausgebildet, aber
wie soll ich sagen, jetzt, wenn ihr schon so eure Zeit, dann bitte respektiert doch, dass wir Experten in unserem Bereich sind. Ja. Und die so, das ist doch Quatsch. Da könnte ja jeder schreiben, was er will. Wir so, genau das machen wir auch. Ja. Und das war damals eine wichtige Erkenntnis, dass so auch weltweit eine Erkenntnis, die kann man heute kaum noch, glaube ich, fassen. Die Erkenntnis war, es gibt nicht nur die Medien, die Inhalte verbreiten, sondern es gibt jetzt auch Einzelpersonen, die Blogger, die Inhalte verbreiten, was ja heute, wenn man so will, in YouTube ausdrückt, in Instagram, in Facebook. Das ist ja nicht mehr nur ein Blogger quasi. Also ich bin ja quasi einer der Urblogger, die als Einzelperson Inhalte verbreitet hat. Und das hat sich ja heute reduziert auf alle. Das heißt, ich bin heute ein Teil von vielen, damals auch noch ein bisschen weniger. Diese Bürgerbeteiligung kann man heute sehen in Städten, gestartet geworden mittlerweile, dass man Projekte mit Bürger fragt. Das war ein Ergebnis dieser Bewegung. Und tatsächlich auch der sogenannte User-Generated Content war damals sowas wie, wie User sollen Inhalte auf Webseiten beitragen, was ist das für ein Bullshit? Warum sollte man überhaupt eine Webseite kommentieren dürfen? Das ist doch völliger Quatsch. Das geht doch gar nicht. Dann schreibt er rein, dass es User schickt. Mehr als heute der VW. Das geht doch nicht. Das ist doch dramatisch. Und da gab es auch Firmen, die gesagt haben, ja, bist du, finde ich gut. Und wir uns in YouTube und sagen, okay, Leute, wenn ihr Videos habt, die Kameras kamen langsam immer stärker auf, ladet eure Inhalte bei uns hoch. YouTube bei uns für eine Dating-Plattform, wie man nicht weiß. Also man konnte sein Video hochladen, sagen, hallo, ich bin der Robert, ich bin Single, ich finde gar nicht, ich bin klein, dick und fett, aber vielleicht mag mich jemand. Und dann konnte man halt suchen und Suchmaske, Alter, dicke Größe und dann sagst du gleich bei einem von tausend Fällen mein Video. Das war damals so die Idee. Bis die Leute gesagt haben, hey, wir haben auch andere Videos. Und dann kam dieses Ding 2003 Runde, 2005 für 1,6 Milliarden Dollar in Google verkauft. Ende der Geschichte. Und, ja, Robert, was mich jetzt vielleicht mal interessieren würde, also wieso machen wir das eigentlich? Ja. Ne? Also ich selber bin jetzt kein Blogger und es gibt für mich auch tausend Gründe, das nicht zu machen. Ich würde eigentlich jetzt interessieren, wieso eigentlich? Richtig. Also bei mir, habe ich ja gesagt, war der Aufhänger, ich möchte gerne mal ein bisschen verbreiten. Ich möchte anderen helfen, zu bloggen, reich zu werden, berühmt zu werden, schön zu werden oder mehr zu wissen. Ganz wichtig. Was könnte es noch sein? Warum macht man das eigentlich? Gartenbloggern zum Beispiel, haben wir schon gesagt. Ne? Wie machst du denn deine Pflanzen? Das sind Jury, aber wir waren nicht ein bisschen interessiert. Foodblogger, ne? Wie machst du denn Zettel? Reiseblogger. Hey, war eine geile Gegend, fahrt mal dahin. Ja, ich war auch schon mal da. Ja. Das ist auch eine Art persönliches Archiv. Also wenn man mal zum Spaß schaut, was habe ich denn vor 10 Jahren gebraucht? Die kann man mal wegschmeißen. Richtig. Wenn man eigene Texte liest, erkennt man sich selber teilweise nicht wieder. Aber es ist, also ich habe circa in der Zeit, wo ich das Blog hatte, am Ende über alle Blogs hinweg 15.000 Artikel geschrieben quasi. Und das ist ein wunderbares Archiv zu gucken, wie hast du früher gedacht, was für einen selber noch interessant ist. Was aber viel spannender ist, und das erzählen ja auch viele Studenten zum Beispiel, ist eine unfassbar interessante Art von Wissen sich anzueignen, weil man nämlich reflektieren muss, wenn man etwas schreibt. Also ich hatte vor einem Jahr in Köln auf einer Konferenz, da kam ein gebürtiger Pole auf mich zu, der früher eigentlich echt ein Problem hatte zu lernen, weil die Sprache nicht verstand. Und er war dann quasi illegal im Restaurant mit seinem Bruder beschäftigt, hinten Tellerwäsche. Und hat dann einen Blog gelesen und festgestellt, wow, man kann mit dem Blog was lernen und man kann mit dem Blog sogar Geld verdienen. Weil das war bei den Zeitproblemen lernen. Wir waren in der Uni eingetragen. Das zweite war, ich kriege mein Geld bei. Und habe mich dann Jahre später angesprochen, so, hey, du hast meinen Arsch gerettet. Ich kann mich weiter, als ich angefangen habe zu bloggen, habe ich reflektiert, wie geht die Sprache? Was lerne ich denn da? Wie lerne ich? Und nebenbei kam dann Werbefirmen auf mich zu und gesagt, Mensch, wir haben hier Literatur, willst du die nicht vermarkten? Und wurde irgendwie heute verdient er, ich nenne ja seinen Namen nicht, ca. 5.000 Euro im Monat, ist kurz vom Diplom. Und das sind auch solche Geschichten, die halt eben auch um selber lernen geht. Selbstreflexion ist unfassbar wichtig. Ich bin kein Politiker, aber kein Politiker, ich bin ein sehr sachlicher Mensch, sehr befreundet mit der Wissenschaft. Alles, was man fassen kann, messen kann, finde ich toll. Diese Themen immer rum, fallen mir zwar schwer zu erklären, aber ich habe den Eindruck, dass sie viel wichtiger sind als das, was man so im Netz kennt. Wenn du blogst, wirst du berühmt und wirst du reich. Das ist ein Affekt davon, das mich nicht interessiert. Als einer, der das jetzt von Anfängen sozusagen so betrachtet hat, und mich mal interessiert, wie siehst du das heute,
mit dem wirtschaftlichen Interesse. Wie siehst du da ungefähr jetzt? Wenn du so ein Thema hast, dann ganz gut Überblick. Am Anfang war das, was ich hatte, so mit, keine Ahnung, 5.000 Euro, weil ich war immer sehr offen, die Zahlen auch immer gepostet, mit anderen nachvollziehen können, wirtschaftlich, was gibt da werden, und andere haben teilweise viel mehr verdient. Also Mighty ist zum Beispiel das bekannteste Shopping-Plattform in Deutschland, der hat ganz klar mit so Schnäppchen angefangen und verdient heute ein paar Millionen und ist ja auch im Büro bei ganz unterwegs. Das ist heute draus geworden. Also man nennt ja heute Blogger irgendwie auch YouTuber und Instagramer. Und die erfolgreichsten dort, was das Monetäre angeht, wenn das meine Frage ist, ist ja sowas wie zweifellos wie Bibi, Dagi B, Slimani, Faro Dauer, was es noch gibt. Frage eben eher dahin, ob du das einschätzt. Also was ist, wie ist es prozentual wichtig? Und denkst du, sind es jetzt wirklich welche, die das zum Spaß betreiben, die einfach nur sagen, ich kopiere mal jetzt einen anderen und weil ich das Geld finde? Oder einfach jetzt, ich habe jetzt wirklich ein wirtschaftliches Interesse daran, ich will ein Unternehmen damit unterstützen oder ich will mir eine Marke aufbauen? Oder ich will damit als Texter Wert verdienen oder was weiß ich. Also wie aus deiner Sicht, wie würdest du das einschätzen in Deutschland, sagen wir mal in Deutschland? Ich erzähle nur nicht, also quasi. Nur das glaube ich eigentlich. Also nicht. Das ist zweigeteilt. Also einerseits ist es eine meiner Thesen, mit drei Thesen brauchst du tot. Aber es hat einen Kontext Wirtschaftlichkeit. Die Blog als Technik, als sehr günstige Technik für eine Firma, ist ja quasi weltweit das extremste Erfolg, was du tun, ist heute der WordPress. WordPress steht ja nicht für Blog, sondern WordPress steht für mit einfacher Technik schnell eine Webseite hochziehen. Ob die Design jetzt viel kostet oder nicht, aber es ist ein sehr brutal einfacher, sehr variable Technik, die sehr wichtig ist. Und ich glaube, mittlerweile neue Webseiten, die aufgemacht werden, sind zu über 50% basierend auf WordPress. Also das ist einmal die. Darf man nicht vergessen, das ist ja ganz wichtig, weil teilweise CMS-Systeme bis zu ein paar hunderttausend Euro kosten können. Das kann sich nicht jeder Mitständler oder Bäcker leisten. Das ist sehr wichtig. Was das Schreiben angeht, kann ich nur dazu sagen, dass ich sehr armselig in Deutschland, weil ich davon nicht viel sehe. Also wir haben jahrelang, wie ist ja hier in der Umgebung bekannt, Christian Walter, Saftleute, ist die bekannt? Ja. Die war damals auf allen Konferenzen jahrelang das Paradebeispiel von Firmenbloggern. Und wenn das das Paradebeispiel ist, und Kirsten ist wunderbar, und ist eine tolle Unternehmerin, und ist aber eine kleine Unternehmerin, heißt das schon sehr viel. Aber ich persönlich im Internet, was Firmenblogs angeht, sehr wenig, sehr gute Blogs, wenn überhaupt. Das meiste sind ja Magazine, die sehr großformatig, sehr teuer gemacht werden. Vodafone-Magazin, Telekom-Magazin, nennen das halt nicht mehr Blogs. Das ist ja ein bisschen wieder One-Way geworden. Das ist nicht mehr diese Kommunikation wie früher so, okay, wir reden mit euch, ihr wollt ja mit uns reden, Bürgerbeteiligung, sondern das hat sich stark verändert in, okay, wir machen tolle glänzende Inhalte, nennt sich das heute Content Marketing. Hat für mich viel mit Authentizität nicht zu tun. Das sind einfach Hochglanzinhalte. Meinst du das? Ja, war vieles drin, was ich so gemacht habe. Ja. Du bist noch du selbst und klar. Schreibst es nicht nur in einer Werbesprache oder in einer. Ja, du musst ja überlegen. Ich habe das erste, was ich geblockt habe, auch 2004 meine Ausbildung. Und dann ich dann, ach Gott, da war ich 15, 19, keine Ahnung. Das kann ich nicht vergleichen mit heute über 30. Da, also ich könnte mich da selber kaputt lachen, aber deswegen, klar ist es jetzt professioneller, aber ich bin halt auch einfach viel älter. Also das ist nicht der Ängstlichkeit dazu, weil es gibt ja auch irgendwie. Du hast jetzt eben gesagt, ja, ich habe da als einer der Ersten angefangen und
da war vielleicht auch noch eine Portion Idealismus dabei. Wir als Gegenstück zu den großen Verlagshäusern, und jetzt sagst du, und das wurde daraus, und ich sehe da jetzt irgendwie Prank-Videos und XXL Hüpfburg und 1000 Euro für was weiß ich. Macht dich das ein bisschen wehmütig? Schaust du da irgendwie, wenn du sagst, meine These ist, Blogs sind tot, findest du das traurig, oder bist du da immer noch offen für die Entwicklung? Es ist vielschichtig. Also ich habe viel Zeit hier, das vielschichtiger zu erklären, aber für mich, als der immer schon eher Idealist war, intrinsisch motivierter Mensch, ist das für mich eine sehr traurige Entwicklung, weil ich bin ja selber Vater von zwei Kindern, jetzt kommt keine Opa-Story, aber ich finde die Nati Bibi auftritt und ich finde sie sehr clever, sie ist geschäftlich wahnsinnig smart und sie redet auf Bühnen druckreif, ja, industriefreundlich. Das ist dann für mich aber die Frage, hey Bibi, du hast zig Millionen Fans bei den jungen Konsumentinnen und du erzählst ja nicht mal ein Piep, ob die Scheiße, was du da verkaufst, überhaupt irgendwie vernünftig hergestellt worden ist. Nach dem Motto, kannst du nicht mal 10% deiner Freizeit, wo du deine Millionen, 2 Millionen im Jahr verdienst, dafür verwenden, dass du Konsumenten ein bisschen kritischer erziehst oder zumindest ein bisschen bewusster erziehst. Weil sie hat zweifellos einen riesigen Einfluss auf die junge Fangemeinde, weil sie ja 24 Stunden, 7 Tage lang die Woche Big Brother macht. So Caro Dauer, Dagi B, Simani, halte ich für den größten Verarscher der Welt, sage ich immer öffentlich, weil er quasi die Leute betrügt mit Aussagen, die so, als wenn es produktkritisch ist, so nicht stimmen. Das macht mich traurig. Dass solche Menschen wahnsinnig viel Geld verdienen. Ich kann 50-jährigen Knirps, der 18 ist oder 19 oder 40 in der Medien nichts sagen, weil ich bin für die ein alter Uropa und erzähle mir nichts von Gisch, außerdem spricht der Sprache nicht. Ich kann ihn nicht erreichen. Aber wenn solche jungen Menschen, ein Thema war ja des Vortrags Reichweite und Verantwortung, diese Verantwortung nicht tragen wollen, sondern nur Kasse machen, sage ich, das ist dann für mich schiefgelaufen. Ich finde das eine ganz schlechte Medium oder eine ganz schlechte Organisation im Internet, dass das überhaupt passieren kann. Fake News ist das eine, das sind für mich Fake Good News. So. Wie gesagt, auch wenn die wirtschaftlich irre viel gut macht und auch Manager ausbilden könnte in Kommunikation. Ja. Aber ja, dann. Ja, Regulierung, also wir haben heute die Landesmedienanstalt Sachsen, SRM, und das ist eine, das sind gesetzliche Rahmenpunkte, Gerichtsurteile, die jetzt gefallen sind bei Instagram, ob die Werbekennzeichnungen groß genug sind oder klein genug sind oder nicht gut genug sind, wie auch immer, diese Story, die jetzt diese Influencer-Geschichte durch die Gegend geistert. Ich bin selber immer schon Freund gewesen bin aber nicht Vereinsmeier genug, zu sagen, warum kann es nicht eine Art von, wird sich blöd, ein Blogger-Kodex geben, wo man sagt, wer möchte, kann sich dazu bekennen, zu sagen, wenn ich vorgehe im Internet und schreibe etwas oder veröffentliche etwas, dann habe ich folgende Regeln, nach denen ich mich orientiere. Ja, gibt es tatsächlich, zum Beispiel, kennst du ein paar? Der Blogger-Kodex heißt genau. Ich finde das super wichtig, dass das populärer wird, nach außen getragen wird, weil das Problem, was heute, deswegen sage ich jetzt eine These, Blogs sind tot, ist, dass teilweise die auch seriösen Blogger unter solchen Publikationskanälen bleiben und quasi die Idee ist, dass man versuchen kann, gerade als Netz von Bloggern zusammenzuarbeiten, zu sagen, nein, es gibt auch immer noch vernünftige Blogger im Sinne von, ja, wir arbeiten auch wirtschaftlich und finanziell gerne, aber wir haben bestimmte Regeln. Und damit das nicht passiert, was wir hier haben. Das fände ich toll. Das funktioniert auch gut. Also wir haben das auch als Reiseblogger-Kollektiv, also der Reiseblogger, sind dahinter übrigens alles erfahrene Journalisten, witzigerweise. Die haben gesagt, wir haben ein paar Regeln, die wir uns aufstellen. Und wer sich danach nicht halten will, braucht unser Reiseblogger-Kollektiv, so heißt das, ist aber sehr erfolgreich, nicht überhaupt erst gar nicht reinzukommen. Das ist sowas wie, heißt nicht, Trusted Shops. Fände ich toll. Weil wie gesagt, Blogger heute, was das Publikum angeht, auch wenn man Umfragen liest, ein sehr, sehr schlechtes Umschlag. Nach dem Motto, wenn ich heute Blogger bin, und ich bin jetzt einfach ein ganz alter Blogger, aber viele kennen mich sowieso nicht aus der frühen Zeit, die sagen dann, hey Rob, du schreibst so viel über Autoindustrie, ich bin ja auch eher wissenschaftlich angehaucht, und schreibt dann, ja, E-Autos sind jetzt nicht das Weltwunder und die verschmutzen leider auch die Umwelt. Nicht dafür krass für die normale Dieselautos, aber die haben dann irgendwie das und das, was sie mitstellen, man ballast. Da sagt jeder, ey Rob, du bist eine bezahlte Mutter. So, ich fasse mal ganz deutlich. Das passiert mir ständig. Das wissen wir aber deswegen, weil Blogger so einen schlechten Ruf haben, weil nämlich solche Leute leider auch das komplett überschattet haben, weil es auch so prominent geworden ist.
da sehe ich ein Riesenproblem. So eine meiner Thesen, wie gesagt. Und dass sich Blogs stärken oder dass Blogs quasi tot sind, weil der Aufhänger ist der Wirtschaftlichkeit, ist ja so, ich habe erzählt dann, wie viel Online-News pusten eigentlich die großen Zeitungen raus. Die waren früher damals nicht so schnell. Heute ist es so, dass die Faz, Bild, Spoon, Welt, wer ist noch? NTV? Das sind nur die größten Medienorgane in Deutschland, pro Tag ungefähr 1200 bis 1500 Artikel rauspusten. Zu allen populären Themen. Weil die machen ja keine Nischenthemen. Das interessiert mich nicht, weil das lässt sich nicht gut vermarkten. Aber zu allen populären Themen alleine, sage ich mal, 1200 Artikel ins Netz zu pusten. Und die haben ja auch irre viel Traffic. Ist, wenn man maßstäblich einen Blogger, dann sagt, ich will heute irgendwie, sag mal ein Thema, was du aufmachen könntest. Irgendein Thema zum Bloggen. Was könnte es sein? Gib mal mir irgendwas. Autos. Also Autothema ist so, dass die Leute sich natürlich als Neukäufer, wir haben 3 Millionen Neuwagenkäufe pro Jahr, wir haben 7 Millionen Gebrauchtwagenkäufer pro Jahr, sind 10 Millionen, die sich dafür interessieren. Ist auch so. Die sind aber auch von großen Zeitungen alle abgedeckt. Auch vom Automotorsport, vom Autobild. Dann haben wir übrigens noch das YouTube-Netz. Und das Interessante ist, dass dieses Thema einen Blog sich überhaupt nicht trägt. Weil die Autofirmen sagen, das ist zum Beispiel Spezialitäten, die nur zur Mode- und Beauty-Branche, das ist viel offener. Die Autofirmen sagen, wir werden bei euch keine Werbung schalten, weil das könnte nach Beeinflussung aussehen. Bei Bloggern. Bei Erklärung habe ich keine. Weil bei Automotorsport oder bei Autobild oder bei NTV oder bei Spiegel ist es völliger Standard. Und gerade diese Fachzeitschriften, die Automotorsport, leben nur von dieser Werbung. Wenn ein Blogger auf mich heute zukommt und sagt, ich mache einen Autoblog auf, sage ich, vergiss es, du wirst, wenn du es gut machst und 400 Artikel wieder rumschmeißt, nur noch 10.000 Leser haben. Da sagt jede Werbeagentur in Deutschland 10.000 pro Millisekunde oder was? Ach, pro Monat. Und die fangen erst bei ein paar Millionen Besucher an. Also sage ich, nehme dich in einen Werbepool auf und wird programmatisch, so nennt sich das, über Computertechniken Werbung ausspielen. Das heißt, du hast als Blogger überhaupt keine Chance, dich finanziell zu ernähren dürfen. Sondern du musst, wenn du willst, auf YouTube gehen, da sind ein paar Zuschauer mehr. Selbst die erfolgreichsten, die an Likes machen, kann ich euch sagen, verdient nicht das Geld über so einen Autokanal. Der muss Aufträge annehmen, dass er halt irgendwie mit seiner Kamera zu irgendeiner Firma geht und sagt, ich mache euch mal einen schönen Film. Davon lebt er nicht. Aber nicht durch die Einnahmen auf YouTube. Weil die Autofirmen auch gar nicht finanzieren. Die wollen das nicht. Das wäre ja Beeinflussung. Anderes Beispiel. Gibt es noch hier ein Thema? Fitness, super. Zum Beispiel eine Branche, die sehr offen ist, weil die hochgetaktet ist, weil es wahnsinnig viele Produkte gibt, ständig. Mode war ja früher zum Beispiel auch so ein Thema, wenn ich das sagen darf. Alle, ich glaube, zweimal im Jahr gab es eine neue Modeproduktion. Das ist schon längst vorbei. Die drehen ja heute, die Sara oder Primark, die gehen ja heute, ich glaube, innerhalb von Monaten die Produktion. Fitness sind sehr ähnlich. Und auch da sind die Firmen in der Tat sehr offen, nicht so wie die Autofirmen. Und die Konkurrenz ist über Instagram sehr groß. Und da ist die Werbeindustrie und gerade ihre Augen da drauf, weil es sehr populär ist. Und dann sagt sich ja im Blog, interessiert er das nicht, sondern die sagen, hast du eine Facebook-Page? Oder hast du einen Instagram-Kanal? Oder YouTube-Kanal? Wenn du sagst, ich habe nur einen Blog, dann sagen die, okay, geh weiter. Warum das so ist, weiß ich nicht, ob jemand in Erklärung da war. Es ist einfach populär, weil die Medien, das ist immer so, die Medien machen Kanäle groß und die Medien machen Einzelpersonen groß. Aber es ist tatsächlich kein Wunder, dass auch Personen in YouTube häufig auch über Medien hochgeschrieben werden. Wie bei mir. Ich habe keine gute Schreibe. Ich bin auch nicht so der Super-Experte in allen Bereichen. Aber wenn die Medien sagen, der Hobbit ist der wichtigste Blogger in Deutschland, war ich das dann halt. Das stimmt aber auch nicht. Ich war auch nicht der meistgelesenste Blogger in Deutschland. Aber wenn die Medien sagen, die Presse, die Bild, und die haben mich alle interviewt, dann gucken die da drauf. Das heißt dann auch für die Werbefirmen, das ist wie so eine Schafsherde. Die sagen dann, okay, wenn du dich monetarisieren willst, brauchst du eine Facebook-Page, weil wir haben gelesen, das ist wichtig, das wissen wir ja mittlerweile, dass wir die Konferenzen geht. Und die Agentur sagt immer, ja, wir brauchen einen Instagram-Kanal, einen YouTube-Kanal. Und für normalständige Blogger im Fitnessbereich sage ich, nur vergiss es. Wenn dann, ja, Blog, aber dann bitte mit Instagram und YouTube und Facebook-Page. Wie auch immer. Anders geht es nicht. Deswegen, meines Bloggen, wie früher so nur das Blog, und dann kommen Firmen und sagen, wow, kannst du Geld haben, ist vorbei. Tatsächlich. Es sei denn, du hast viel Geld, du hast viel Geduld, dann machst du dann so Plattformen wie Uber Eats auf, oder du fängst ganz früh an, so wie Kaschi, Stadt Bremerhaven, ein ganz bekannter IT-Blogger, der macht das seit 10 Jahren. Der hat es geklappt, dass er früh angefangen hat. Den kennt man in der Branche. Ja, bitte. Aber das hat schon die angefangen zu blocken und Geld zu machen. Du, das war mir scheißegal, weil ich habe ja mein Geld. Dann brauchst du nicht sagen, ich brauch den Kunden, das ist ja eigentlich die Chance, oder? Nein, für diejenigen, die heute anfangen, mal zu blocken haben, heute sage ich, eigentlich so gut wie
irgendwie gar keine Chance, weil sie müssen gleichzeitig gute Designer sein, gute Medienproduzenten im Sinne von gute Texter. Wenn sie Geld verdienen wollen. Nur darum, das ist ja die Frage. Ja. Da müssen sie gute Akquisiteure sein, Anzeigenverkäufer. Sie müssen sich gut präsentieren können. So eher wie ich, dass man natürlich sagt, ja, ich habe so ein paar tausend Leser und das, ach, ist mir egal, das ist ein Geld. Wenn ich aber dann die Bibi auftrete, dann sagen die, komm. Ja. Also muss ich auch verkaufen können. Und das alles in einer Person, weil du bist am Anfang alleine. Keine Bank in Deutschland wird dir einen Kredit geben, wenn du einen Blog aufmachen willst. Ich habe Kunden gefragt, es gibt keinen Blogger in Deutschland, der jemals einen Kredit von einer Bank bekommen hätte. Das sagt viel aus, weil die Banken wissen, wo sie zu gelten und nicht. Du kriegst wirklich eher einen Kredit für einen Kiosk. Ist das nicht so ein bisschen normaler Prozess? Achso, Entschuldigung. Also wenn man als Alleinkämpfer oder Einzelkämpfer versucht, da wirklich eine Hauptberuflichkeit umständlich aufzubauen, dass man eben auch viele andere Dinge mitmachen muss, die nicht zum eigentlichen Job gehören. Eben wie ich schreibe vielleicht nur Texte, sondern und dass diese Auswüchse, die sie jetzt haben, einfach so das normale kapitalistische System kreisen. Nee, du hast einen Wettbewerb, also wenn es eine Festbildung gibt, bist du als Blogger, als Textblogger ganz unten an der Festbildung. Das heißt, du hast die geringste Einnahmechance von allen möglichen Publikationsformen im Netz oder sogar von allen möglichen Berufsfeldern, die jetzt mit Internet nichts zu tun haben. Sagen. Und das sage ich jetzt, war ja schon lange geblockt und auch weiß, wie man Geld verdienen kann. Aber es ist unglaublich hart geworden. Einmal, wie gesagt, sind die Online-Medien, die riesig sind, die schnell sind, die wahnsinnig viel abgraben. Moderne Medien wie Huffington Post oder BuzzFeed, die sind irre groß, die haben 200, 300, 400 Mitarbeiter. Die gehen auch datentechnisch sehr stark vor, die haben viel gelernt. Die Bild-Zeitung hat gelernt, in den Artikel ständig so fern dynamisch und auf der Startseite so dynamisch platziert, je nachdem wie erfolgreich das die große Kunde ist. Oder Fokus über die Tricksereien mit guten Lösungsgrad, was man maßstäblicher als Blogger, der kleine anfängt, so gut wie keine Chance, es sei denn, sofort, du vernetzt dich. Also wenn du blöd bist, machst du es alleine. Wenn du clever bist, das was ihr hier macht, zum Beispiel in Forschung, ist wahnsinnig klug, weil das ist die einzige Chance, die du hast, dass du vielleicht lernen kannst, dich vernetzen kannst und sagen, hey, Rob, komm her, ich kann dich in ein Netzwerk einführen bei den Sachsen-Bloggern, die sich im Bereich Reisebloggerei kümmern. Ohne diese Kontakte kommst du nirgends hin. Dann heißt, du wirst dann eingeladen von Tourismusbetrieben im Ausland, vielleicht kriegst du erste Werbegelder oder Aufträge, darüber zu berichten, also Schreibaufträge von der Reisebloggerei. Das wäre die einzige, gute, clevere Chance, die Fähigkeiten, die du nicht hast, zu kompensieren über eine Art von Netzwerk. Und das passiert immer mehr. Das finde ich gut. Das habe ich schon vor 10 Jahren gepredigt. Jemand, der lange ist, kann das nicht. Aber wenn ihr das zusammen macht, habt ihr viel größere Chancen. Das ist der einzige Weg, der geht. Das ist aber sehr ungewöhnlich. Wenn du einen normalen Betrieb aufmachst, hast du kein Netzwerk normalerweise. Brauchst du nicht. Wenn du einen Copyshop hast, kooperierst du mit anderen Copyshops. Und die haben eine Marge vielleicht von 7-8% gekriegt. So, gefühlt, wenn ich mal so vielleicht 10 Jahre zurückgucke und ich gucke mal viel nach Bloggern, die so digitale Programme machen. Also, das heißt, eigene Kurse machen, PDFs, wo sie dann mit E-Book und so weiter werden, würde ich sagen, hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Wie erfolgreich die dann immer sind, keine Ahnung, aber die machen das, habe ich wieder aufgefühlt, auch größtenteils alleine. Also, man verfängt man sich dann gegenseitig und so weiter. Also, so würde ich schon denken, dass auch für so einen kleinen Blogger, der mal zumindest um die Kleinen angefangen hat, da immer noch Potenzial auch. Hast du zweifellos, ich sage nur, was ich damit sagen muss, du brauchst heute stärker ausgeprägte Fähigkeiten in einem weitaus stärkeren Wettbewerb. Weil die Medienbranche ist mittlerweile immer gigantischer geworden und dadurch, dass wir früher über Games, das reicht nicht aus, dass ein Game Designer ein riesen Game entwickelt, heute kostet ein Game ein paar Millionen und das siehst du eh nicht. Ein Bibi übrigens oder andere produzieren solche Inhalte nicht für Unmut, das kostet Geld, sehr viel Aufwand. Weil Titi hat quasi das, was sie eingenommen haben, in Produktionskosten gesteckt. Aber das ist nicht mehr so, weil ich früher, ich halt die Kamera in die Luft und mache eine Aufnahme. Heute der Aufwand, einen guten Blogbeitrag zu platzieren, also nur auch zu produzieren und dann im Netz zu verteilen, kostet richtig Asche. Ansonsten wirst du nicht gelesen. Das sind alles Faktoren, die dazu zählen. Also ich sage nur, dass auch so eine wie ich hätte heute gar keine Chance mehr, weil ich diese Fähigkeiten nicht mitbringe dafür. Ich hatte nur Glück, dass ich zur richtigen Zeit als Irrer mit viel Aufwand quasi irgendwie was durchgepustet. Heute musst du viel stärker planen. Also ich sage heute einen Blogger, ich hatte einen Blogger, mach einen Businessplan, das ist halt schwer. Dann geht die RK, funktioniert, geht zu anderen, aber mach einen Businessplan, loslegen, keine Chance. Das ist für mich. Das ist das. Ja, okay, also der Konkurrenzkampf ist größer, die Herausforderung, also ja, ich denke, der Markt. Also sprich,
wer vor 10 Jahren mit Blogging was werden wollte oder das schon sich vielleicht irgendwas vorgenommen hat. Ich denke einfach, das Interesse an den ganzen Online-Logistik an doch mal ganz anders online als in den letzten Jahren. Die Themen sind angelegt. Also weißt du, wenn du IT machen willst, kommst du ja. Blog ist gar keine Logistik. Richtig. Nicht normal, nicht. Ich meine, da könnte ich auch sagen, jedes Geschäft oder jede Geschäftsidee ist schon mal belegt. Ja, natürlich nicht, ist es eben nicht. Und so denke ich es halt auch online. Also die großen Bereiche sind, das kann man gerne sagen, sind alle weg. Da haben wir viel Kraft haben und Sachen, um da nach oben zu kommen. IT, Fashion, Beauty, was auch immer. Und die kleinen Nischen, die sind natürlich interessant. Ganz klar. Ja. Und? Ist jetzt erzählt. Ja, schon. Haben wir alles angefangen? Ja. War die perfekte Überleitung zur kleineren Nische, die groß wird. Ja.